Digitale Sprechstunde. Vom Hamburger Abendblatt und Asklepios mit Vanessa Seifert. Er ist ein bisschen der Geburtengott von Hamburg, das kann man so sagen. Denn im ersten Halbjahr 2024, so die Statistik, kamen die meisten Hamburger in der Asklepios-Klinik Barmbek auf die Welt. Und dort ist mein Gast Chefarzt der Abteilung für Geburtshilfe und Pränatalmedizin. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich sehr auf Professor Dr. Holger Maul. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, danke, dass ich da sein darf. Macht Sie das stolz, so eine Statistik, oder ist das egal? Oder guckt man unter Kollegen, liegt jetzt Professor Ragosch aus Altona vorne oder das UKE? Naja, also die Sache ist mir gar nicht aufgefallen. Es haben mir meine eigenen Mitarbeiter... haben Sie gerade erfahren. Meine eigenen Mitarbeiter geschickt, da saß ich gerade im Zug von Berlin. Und das war sehr spannend und da habe ich gemerkt, wie sehr sie sich darüber freuen. Und das steckt natürlich an. Also fürs Team war das noch viel wichtiger, als es natürlich insgesamt ist. Und was jetzt zum Beispiel Herrn Professor Ragosch in Altona angeht, wir denken als Gruppe, wir denken als Konzern. Ja. Uns geht es darum, als Asklepios insgesamt gut dazustehen. Und ich freue mich über Geburten, die Herr Ragosch hat, genauso wie über die eigenen. Und wie kommt es? Kommt es, dass vermehrt auch Mehrlingsgeburten bei Ihnen dann stattfinden? Spielt das eine Rolle in der Statistik oder? Ja, in der Zahl der Kinder natürlich, aber es geht ja erstmal um die Zahl der Geburten und um die Komplexität der Fälle. Und wir haben uns gerade, was die Komplexität der Fälle und diese schwierigen Fälle angeht, da haben wir einen sehr starken Fokus drauf. Da haben wir sehr viel Energie hineingesteckt, auch in den letzten Jahren sehr hart daran gearbeitet, Barmbek nach vorne zu bringen mit einer starken Pränataldiagnostik. Wir haben dort den Sektionsleiter, Herr Professor Kyvernitakis, der auch auf diesem Gebiet wissenschaftlich tätig ist, genau wie ich ja auch. Ja. Und wir machen da wirklich viel, auch was Didaktik anbelangt, was Schulung von Mitarbeitern anbelangt, was insgesamt Veranstaltungen anbelangt. Und das trägt dann eben irgendwann Früchte. Genau. Und auch natürlich gehen Sie auf die werdenden Mütter, auf die Eltern ein. Wir wollen ein bisschen sprechen, dass vermehrt auch Frauen sagen, naja, die Geburt ist ein einschneidendes Erlebnis, auch ohne Kaiserschnitt. Also viele sagen auch, Mensch, ich habe das als irgendwie etwas traumatisch erlebt, fühlte mich fremdbestimmt, konnte nicht so richtig mitsprechen im Prozess. Ist das eine Kritik, die Sie auch erleben, hören? Ja, natürlich hören wir auch diese Kritik. Das gehört mit dazu. Dem Thema sind wir sehr aufgeschlossen gegenüber. Das ist auch etwas, was wir uns täglich gegenseitig predigen, dass es in erster Linie mal darum geht, zu hören, was die Frauen bewegt, was die Frauen auch erwarten von uns. Ich selber habe früher über Geburtspläne und Ähnliches immer gelacht und auch die Nase gerümpft. Ich bin mittlerweile auch in den Informationsabenden, auch in den Gesprächen an den Punkt angekommen, dass ich alle Frauen dazu ermuntere, das zu tun, solche Dokumente anzufertigen, Wünsche, Erwartungen zu formulieren. Dass man vorab auch formuliert, was man erwartet. So ist es. Genau. Okay. Und auch wenn diese Erwartungen ja dann vielleicht nicht eintreffen mögen, aber es ist ein wichtiger Ausgangspunkt für Gespräche, für Diskussionen. Wir gehen auf diese Themen dann auch im Gespräch gezielt ein und ich glaube, das schafft eben eine Vertrauensbasis, die für die Geburt unerlässlich ist. Also was sind denn so Top 3 Wünsche aktuell? Ist es dann die Wassergeburt oder was wird sich gewünscht? Naja, es ist in erster Linie mal die Sorge, dass in der Klinik Interventionen durchgeführt werden, Maßnahmen, medizinische Maßnahmen durchgeführt werden, die vielleicht nicht nötig sind. Also die Sorge vor Einleitung, die Sorge vor PDA, die Sorge vor Kaiserschnitt unerwarteterweise. Aber vielleicht auch die Sorge, dass man, wenn man beispielsweise einen geplanten Kaiserschnitt möchte, dass dieser dann gegen den Willen vielleicht nicht durchgeführt wird. Also ich wollte gerade sagen, es geht wahrscheinlich in beide Richtungen. Es wird auch Frauen geben, die sagen, ich will auf jeden Fall eine PDA. Und so ist es, genau. Also, ne? Und deswegen ist es auch ganz wichtig, das auszuloten, denn jede Frau ist ja ein Stück weit unterschiedlich und da ist die Spannweite eben wirklich riesig. Und dieses Thema spreche ich gezielt auch in den Informationsabenden an, dass diese Spannweite so riesig ist und dass wir versuchen für jeden, für jede, die kommt, den passenden Schuh zu finden, der dann auf den Fuß passt. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was uns auszeichnet, was uns ausmacht. Nun versuchen das natürlich alle Geburtskliniken in Hamburg. Da ist keiner in dem Bereich schlecht oder zu kritisieren. Und dennoch ist es so, dass wir, glaube ich, schon eine Kultur leben, die, sagen wir mal, von Ergebnisoffenheit geprägt ist und die davon geprägt ist, dass wir wirklich wissen wollen, was treibt sie um und auch nicht sagen, nee, gibt's nicht, machen wir nicht, sondern
Denken Sie an das Thema Kaiserschnitt, dem Thema eben auch offen gegenüberstehen. Es gibt eben Frauen, die können sich eine vaginale Geburt nicht vorstellen. Und da werde ich mich nicht hinstellen und sagen, das müssen Sie sich aber vorstellen. Also ja, ich bin ja schon missionarisch auf der Anlage. Sie müssen natürlich auch, wenn Sie in der Geburtshilfe tätig sind, sind Sie auch ein Stück weit Coach natürlich. Ne? Also ja. Sie müssen natürlich auch Leute zu ihrem eigenen, über ihre eigenen Limits schubsen manchmal. Das stimmt, also ich komme da schon manchmal vor und genau wie jede Hebamme auch in meinem Team, jede Oberärztin, jede Fachärztin, Motivationstrainer. Die dann sagt, komm, noch ein bisschen geht. Ja. Also genau. Ziel. Das ist auch, muss man sagen, das ist eben auch gerade die Kunst und das ist ein schwer zu definierender Grat, eine Gratwanderung, auf der wir uns da befinden, weil es kann natürlich auch schnell dann der Fall eintreten, dass man auch mal den Schritt zu weit geht und over the top geht und vielleicht das im Nachhinein dann... Die stressen mich oder das war genau. Zu pushy, ne? Na, das war zu pushy, ne? Also das ist schon in unserer DNA verankert, dass wir ja auch motivieren, ne? Mhm. Aber da muss man eben immer auch wieder im Gespräch dann einen Schritt zurückgehen und sagen, naja, vielleicht war es eben doch jetzt der kleine Schritt zu viel und wir sollten uns da eher nochmal zurücknehmen. Und was ich mir in den letzten Jahren auch sehr stark angewöhnt habe und was ich auch versuche im Team zu leben, vielleicht auch immer wieder auch in den... Ich mache ja beispielsweise auch auf den Stationen wirklich selber höchstpersönlich täglich Visite. Ja. Bei allen Frauen, die noch schwanger sind und bei denen es irgendwelche Komplikationen gab, um eben Dinge auch früh abzufangen. Mhm. Und auch natürlich auch den jüngeren Mitarbeitern, die im Team sind, von denen wir viele haben, denen auch ein Stück weit beizubringen, dass nicht alles nach festen Regeln geht, sondern dass man manchmal auch Konventionen brechen muss. Dass man manchmal auch sagen muss, ja, Sie haben jetzt beispielsweise irgendein Problem, aber wissen Sie, wenn Sie jetzt hier länger bleiben, ich glaube, dann drehen Sie durch. Sie müssen jetzt mal 2 Stunden hier raus und lassen Sie sich kurz beurlauben, setzen Sie sich in die S-Bahn, fahren Sie mal nach Hause und kommen Sie dann wieder. Ja, tatsächlich. Ja, natürlich. Weil die gestresst sind, ob natürlich. Der Klinikatmosphäre oder der Bettnachbarn oder... Was auch immer. Also ja. dann ist man in Sorge, weil möglicherweise zu Hause irgendwas nicht so läuft. Dann ist man, wer lebt schon gerne in einer Klinik, ja? Mhm. Und wer ist da schon gerne? Gerade die Frauen, Sie. Die länger. Ja, ich bin gerne da, aus Sicht der zu betreuenden Mütter mit ihren vielen Sorgen. Und ich sehe es immer wieder, was das für einen Unterschied macht. Da sind manchmal 2 Stunden, die man zu Hause verbringt, sind wirklich nochmal eine solche Befreiung für diese Menschen, dass die zurückkehren und dann den restlichen Aufenthalt locker wegstecken. Also deswegen, ich glaube, das muss man immer wieder erfragen. Schon individuell erspüren und erfragen, was sozusagen die Nöte sind und die Sorgen der Mutter. Ja, und man muss ja auch seine eigenen Maßnahmen auch in der Strenge hinterfragen. Also Dinge, die wir machen, da muss man ja auch sagen, muss ich immer selber fragen, geht es nicht vielleicht doch auch anders? Und welchen Effekt hat denn die Maßnahme? Wir machen ja viele Maßnahmen. Dadurch, dass wir eine Geburtshilfe, den Anspruch an eine Geburtshilfe haben, die praktisch alle Risiken adäquat begegnet und die dann auch löst, die Probleme, die da bestehen, da haben wir eine 100% Mentalität entwickelt. Also kein einziges Kind, keine einzige Frau darf zu Schaden kommen. Mhm. Und da ist es natürlich schon so, dass wir, wenn Sie sich das vorstellen, manchmal asymptotisch am Maximum sind. Das heißt, um dann von einem extrem guten Ergebnis noch mal besser zu werden, muss man natürlich sehr, sehr viel machen. Und das führt zu so einer Polypragmasie manchmal, die man strikt hinterfragen muss, wo man dann auch sich selbst die Frage stellen muss, wenn ich das jetzt noch mache, welchen Vorteil hat... Ja, ist das Ergebnis nicht schon gut genug? Ist das Ergebnis nicht in der Situation jetzt gut genug? Ja. Und welches Risiko birgt es für die Frau, wenn ich jetzt mal diese Maßnahme unterlasse? Und dann stellt man fest, dass man da ja oftmals im Zehntel-Promille-Bereich ist und dass man dann manchmal auch den Bogen vielleicht überspannt und dann muss man wieder zurücktreten und auch, ja, und dann stellt man fest, dass es dann eben auch anders geht und das führt zu einer solchen Befreiung und zu einer so völlig anderen Medizin. Ja, aber auch das ist etwas, was mit Erfahrung kommt. Ja. Und wir sind ja in Hamburg insgesamt sehr privilegiert mit insgesamt sehr erfahrenen Geburtshelfern in den Kliniken, auch im Bereich der Chefärzte inzwischen, gerade was die großen Kliniken anbelangt. Und da muss man halt einfach sagen,
auch ich war da ja nicht vor 15 Jahren. Ja, ja. Ja, auch ich habe meine Lehren gezogen. Und ich war immer offen natürlich auch für Alternatives und für andere Wege. Die machen mich immer noch neugieriger. Ich bin grundsätzlich immer neugierig, andere Menschen mit anderen Sichtweisen kennenzulernen. Das ist das, was mich jeden Tag antreibt und was mich jeden Tag freut, dass ich in einem Umfeld bin, wo ich jeden Tag besondere Leute in besonderen Situationen kennenlerne. Aber sagen wir mal, diese Distanz auch zum eigenen Fach, die kommt natürlich erst mit den Jahren. Ich habe jetzt 26 Jahre geburtshilfliche Erfahrung, wenn Sie so wollen, auf dem Buckel. Fühle mich immer noch blutjung natürlich. Ja, dann sehen Sie auch aus. Das danke, heißt aber danke. So, man verändert sich selbst natürlich, aber auch die werdenden Mütter haben sich sicherlich verändert in den vergangenen 26 Jahren. Ich meine, das Durchschnittsalter bei der ersten Geburt ist gestiegen. Ich glaube, in Hamburg ist es bundesweit am höchsten, ne? Mit 33,2. Ja. Macht das auch was in Hinblick auf natürlich Erwartungen, Wünsche, dass die werdenden Mütter sagen, na, ich habe mich schon ganz intensiv damit auseinandergesetzt und ich will das und das und das. Anders als vielleicht vor 25 Jahren, wo man in die Klinik ging und man machte, was der Arzt sagt. Naja, ich muss mich immer wieder amüsieren über dieses, früher ging das doch auch. Also wenn man, ich bin Jahrgang 1970 zum Beispiel. Wenn Sie sich die geburtshilfliche Landschaft in Deutschland 1970 anschauen, ja, wie war die denn? Also da kann man vieles behaupten, aber man kann nicht behaupten, dass alles gut war. Und es ist auch so, dass wir uns diese Zeit nicht zurückwünschen. Aber was da anders war, wir hatten deutlich jüngere Mütter. Richtig, also beim ersten Kind waren die Mütter Anfang 20. Sie sind heute Anfang 30, also Bundesschnitt ist 30,2. In Hamburg ist er deutlich drüber, sind etwa 3 Jahre darüber beim ersten Kind. Und natürlich macht das was, weil zwischen 20 und 30, da findet eine ganz wesentliche Prägung statt. Da mache ich die Berufsausbildung und das Studium, dann steige ich in den Beruf ein. Da entwickeln sich Erwartungen, auch Ansprüche, die man mit Anfang 20 schlicht und ergreifend noch nicht hatte. So, und das ist auch ein anderes Selbstbewusstsein. Man will auch mehr wissen. Man nimmt nicht alles hin, man hinterfragt auch alles. Und das stellt natürlich völlig neue Anforderungen an die geburtshilfliche Versorgung auch. Und wir haben eben nicht mehr die Frauen in der Geburtshilfe, zu denen man früher in den 70er Jahren vielleicht als Chefarzt gegangen ist und gesagt hat, komm, das schaffst du schon. Ja, und dann schulterklopferisch da reiß mit den, dich mal zusammen. Oder reiß dich mal zusammen. Diese Zeiten sind vorbei. Das lässt sich zum heute Glück, auch eine. Zum Glück, natürlich. Aber das ist etwas Generelles. Ja, wenn sich Leute immer die alten Zeiten zurückwünschen, dann muss ich sagen, naja, gut, dann stellen wir mal kurz die Uhr zurück. Dann haben wir eine Geburtshilfe, in der es nur männliche Ärzte gibt. Dann haben wir eine Geburtshilfe, in der wir junge Frauen haben. Dann haben wir Hebammen, die an der Klinik sind. Und wir haben eine Geburtshilfe, die davon geprägt ist, häufig zur Zange zu greifen. Wir haben eine niedrige Kaiserschnittrate deswegen. Aber ich meine, ist das der Preis dann dafür, dass wir die Zange häufig einsetzen? Also jetzt mal bei aller Liebe, Also das sind keine schönen Zeiten gewesen. Ja. Die Männer waren nicht bei der Geburt dabei, die Kinder waren von den Müttern getrennt. Es gab Kinderzimmer, in denen die Kinder in diesen Aquarien lagen. Also ich möchte diese Zeiten, ich möchte gar nicht anfangen, darüber nachzudenken, was das bedeuten würde. Und wir haben eine solche, selbst in der Zeit, die ich jetzt überblicke, haben wir eine solche Weiterentwicklung geschafft und auch eine Sorgfalt entwickelt im Umgang mit unterschiedlichsten Themen, nicht nur medizinischer Themen, sondern eben auch Sie sagen ja auch im Umgang mit den Patienten. Im Umgang mit den Patienten, Weil Sie ganz schön sagen, ist natürlich etwas überspitzt formuliert von Ihnen, aber zu sagen, ich muss eine Eimsbüttlerin anders behandeln als eine Bildstädterin. Da denkt man im ersten Moment, sind nicht im Kreissaal alle Frauen gleich. Ich muss eben den passenden Schuh für jede Frau finden. Das Stichwort heißt in dem Fall Kultursensibilität. Da denkt immer jeder gleich, müssen wir jetzt alle irgendeine Sprache des Mittleren Ostens, Arabisch oder sonst irgendwas lernen. Ja, oder geht es um Migrationsgeschichte? Geht es gar nicht. Das geht gar nicht darum, sondern es geht darum, bei Kultur, jeder Mensch bringt einen unterschiedlichen kulturellen Background mit. Und für diesen Background, egal welchen Bildungsstandes, egal auch berufliche Herkunft, spielt wo arbeitet jemand? Habe ich einen Menschen vor mir,
der es gewöhnt ist, mit vielen Menschen, mit einem kunterbunten Einerlei zu tun zu haben? Oder ist es jemand, der nur Teams-Videokonferenzen macht? Dann ist bei Geburt schwierig. Ja, und das dessen soziales Umfeld ist. Und der ansonsten sich am wohlsten fühlt, wenn er mit Excel-Tabellen kämpft, den ganzen lieben langen Tag. Die muss sich unterschiedlich... Dieser sozioökonomische Status oder dieses ganze berufliche Umfeld spielt vielleicht eine noch größere Rolle als diese kulturelle Ja, die Sozioökonomie Prägung. spielt ja. ohnehin eine riesige Rolle, weil wir haben, wenn wir uns ansehen, wo wir die perinatalen Morbiditäten haben, also das Risiko, dass Kinder krank sind, auch das Risiko, dass Müttererkrankungen haben, steht sehr stark in Verbindung mit dem sozioökonomischen Background, dem Status, also dem Zugang zu unserem Gesundheitswesen, auch dem Abfordern von gesundheitlicher Leistung. Und wir sind halt momentan in einer Welt, wo eben Menschen, die es eigentlich gar nicht bräuchten, sehr viel von diesem Kuchen abhaben wollen und sehr viel gesundheitliche Leistungen einfordern. Ja. Hebammen und Ärzte und am besten alles beides zusammen und dann muss das und jenes und das muss alles passen und ich will alles für mich. Und andere wiederum, die es wirklich sehr, sehr dringend bräuchten. Die wissen das vielleicht gar nicht, haben diese Aufgeklärtheit vielleicht gar nicht. Die kommen mit einem unzureichend geführten Mutterpass, waren dreimal beim Frauenarzt, weil sie sich nicht gekümmert haben, haben aber riesige Probleme und riesige Komplikationen, die sie mitbringen oder Risiken, die sie mitbringen. Und denen man entsprechend begegnen muss. Und ich glaube, da müssen wir noch, das wird die Arbeit der nächsten Jahre sein, wie wir Konzepte entwickeln, wie wir diese Menschen sehr viel, sagen wir mal, früher an die Hand nehmen vielleicht oder früher erreichen. Ne? Diese Menschen früher erreichen, aber auch den anderen ein Stück weit sagen, das ist jetzt zu viel. Also du musst da ein klein bisschen einbremsen. Also das Stichwort ist, so eine Bedarfsgerechtigkeit zu schaffen, die dann insgesamt zu besseren Ergebnissen führt. Ja, weil es gibt Gruppen, bei denen werden wir keine besseren Ergebnisse erzielen, weil da sind wir schon bei 100%. Genau. Und es gibt eben andere, da müssen wir wirklich noch nachjustieren und die verderben uns die Statistik. Ja, klar. Und insofern wird das ein Auftrag der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein. Da wird viel Hirnschmalz reinfließen müssen, um die geburtshilfliche Versorgung in Deutschland, die exzellent ist, wirklich, man kann fast sagen, beispiellos exzellent, ja. Die noch ein bisschen besser zu in der Verteilung geben. Einfach zu optimieren. Und die sagen auch so Konzepte, auch, dass man nicht mehr davon ausgeht, die Geburt endet sozusagen oder der Prozess endet mit der Entlassung aus der Klinik, sondern dass man jetzt, das machen sie ja, glaube ich, schon, ja. Schaut, was ist mit Wochenbettdepressionen, wie lange wird eigentlich gestillt, was ist mit Inkontinenz, auch ein Riesenthema, aber immer noch ein bisschen Tabuthema auch. Ja, klar. Ja? Also diesen Themen werden wir uns ganz stark stellen müssen. Wir werden die Frage, wir haben ja momentan, die Geburtshilfe ist ein bisschen die Haarspitzenqualität kontrolliert. Also wir wissen von jedem Kind in Deutschland pH und Abga, was in einer Klinik geboren ist. Also bis auf den Einzelfall kann man uns runterbrechen, wenn man so will. Bei den Kindern, ne? Bei den Müttern schon auch. Da haben wir ja unglaublich viele Daten, die da mit einfließen. Also die Geburtshilfe ist hervorragend qualitätsgesichert und war ja immer ein Vorreiter. Seit Jahrzehnten ist die Geburtshilfe ein Vorreiter im Bereich Qualitätssicherung in Deutschland. Klinikgeburtshilfe wohlgemerkt. Aber was wir wenig wissen, ist, wie geht's den Menschen mit dem, was wir da tun. Mhm. Also sprich subjektive Qualitätsparameter. Ne? Also wie geht's denn einer Frau, die bei uns ein Kind bekommen hat, nach einem halben Jahr? Genau. Wie lange hat die gestillt? Hat die ein Problem möglicherweise mit dem Wasserlassen, mit einer Inkontinenz? Gibt es möglicherweise auch psychische Erscheinungen, psychische Erkrankungen, Depressionen, Ähnliches? Also Stichwort Mental Health. Es ist ja ein Umbruch sehr stark. Gesamtgesellschaftlich natürlich, dass man darauf achtet. Oder ne? Menschen befinden sich ja nach der Geburt in einer sehr vulnerablen Phase und einem sehr starken Umbruch. Viele Stressoren, die Dinge auch demaskieren. Ja, die vielleicht sonst im Verborgenen geblieben wären. Einfach durch diese immense Änderung der Lebenssituation. Ja. Und ich glaube, dass wir da noch mehr Augenmerk drauf richten müssen. Wir tun das bei Asklepios.
und dass wir dann langfristig da auch bessere Daten generieren und langfristig dann auch wissen, wo wir besser steuern müssen, wo wir auch nachsteuern müssen, auch Leistungen hinbringen müssen. Und dann geht es um die Nutzung der langfristigen, die langfristige Nutzung von Daten. Also ja. Wenn wir beispielsweise denken, wir haben Frauen, die in der Schwangerschaft einen Diabetes haben, Frauen, die in der Schwangerschaft einen Bluthochdruck haben, dann sind das Frauen, die danach wieder normale Zuckerwerte und normale Blutdruckwerte haben. Aber wir wissen, dass die im Laufe ihres Lebens ein hohes Risiko haben für verschiedene Erkrankungen, für einen Diabetes, Bluthochdruck, ja. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Ähnliches. Und diese Daten nutzen wir im Moment gar nicht. Also das heißt, wir unterziehen die gar keinem gezielten, gesteuerten Vorsorgeprogramm und wir könnten dort wirklich einen Unterschied machen. Ja, klar. Wir könnten dort langfristig zu einer besseren Gesundheit der Bevölkerung beitragen, wenn diese Daten genutzt werden würden. Und da müssen wir ran. Das wird also der Auftrag der Geburtshilfe werden in den nächsten Jahren. Ja, die sagen so schön, geburtshilfliches Wissen und geburtshilfliches Können sind wichtig, das ist klar. Und ich glaube, bei Ihnen muss man sich keine Sorgen machen. Sie bekommen auch gerade den Redaktionspreis, habe ich gelesen, ne? Der Zeitschrift Frauenarzt. Und man hört das ja auch. Aber worauf kommt es zum Beispiel an bei jüngeren Kollegen? Was würden Sie da schulen oder in Ihrem Team? Naja, also es ist eben, Geburtshilfe ist ja ein Handwerk, wenn Sie so wollen, in ganz vielen Bereichen. So, auch das Handwerk beginnt immer erst mit dem Nachdenken. Ich muss immer erst mal eine Situation durchdenken und muss erstmal viel wissen. Also ich muss erstmal viel lesen, muss mir viel anschauen, muss mir viel abschauen und muss auch bestimmte Maßnahmen und sind es noch so einfache, da muss ich erstmal überlegen, wie bringe ich die zum Einsatz so, dass es nicht wehtut, dass das alles schonend über die Bühne geht und dass ich nichts falsch mache. Ja? Und dazu gehört Übung dazu, da gehört Routine dazu, da gehört auch immer wieder Hand, also sozusagen immer wieder etwas tun. Und immer wieder lesen. Tun und lesen. Und das muss ich aus meiner Sicht immer wieder abgleichen. Ich habe ja eine ganze Reihe von Fortbildungsveranstaltungen ins Leben gerufen, auf verschiedenen Ebenen, gemeinsam mit den Neonatologen, gemeinsam mit den Hebammen, gemeinsam also unter den Ärzten. Wir haben pränataldiagnostische Fortbildungen, wirklich im großen Stil mit internationalen Gästen zum Teil, die in regelmäßigen Abständen stattfinden, an denen alle teilnehmen können bei uns im Unternehmen, auch umsonst teilnehmen können. Und wir haben zum Teil hunderte von Teilnehmern. Also meine Veranstaltung mit den meisten Gästen hat etwa 800 Teilnehmer, die sich dazuschalten und die geburtshilfliches Wissen mitnehmen wollen. Mhm. Und wenn man das dann wieder, das freut mich einfach zu sehen, man hört dort Dinge von anderen und nimmt das dann wieder mit in die klinische Praxis. Und mir ist es eben einfach wichtig, dass wir immer sozusagen am neuesten, immer am Puls der Zeit sind. Also immer, wenn Neuigkeiten kommen, dann werden die im Team geteilt. Dann werden wir versuchen, wir werden nicht alles immer sofort umsetzen, weil es ist auch kritisch zu sehen, aber wir werden uns damit auseinandersetzen. Und wir werden versuchen, das so weit anzupassen, dass es dann auch wieder zu unserer Klinik passt und dass wir eine moderne Geburtshilfe leben können. Und ich möchte, dass jeder, der unsere Klinik, egal nach wie langer Zeit, als Mitarbeiter dann irgendwann verlässt und vielleicht sich auch woanders hin orientiert oder vielleicht auch die Geburtshilfe ganz orientiert, dann ist mein Anspruch, dass der rausgeht. Und ich glaube, es gilt für alle Erstlebnishäuser. Dann soll der da rausgehen und sagen, ich bin dort super ausgebildet worden. Ja. Ich habe dort wirklich etwas gelernt, was ganz besonders ist. Und es prägt mich auch für andere Fachbereiche, auch wenn ich dann später vielleicht Onkologie mache oder später in der Endokrinologie, in der Reproduktionsmedizin tätig bin, das Denken, was ich dort gelernt habe, dieses Direkte und dieses Handwerkliche und in Abstimmung mit dem, was wissenschaftlich läuft, dann ist, finde ich, unglaublich viel erreicht. Das heißt, die Ärzte gehen glücklich raus, aber bestenfalls natürlich auch die Mütter und die Väter, die Familien. Was ist für Sie, letzte Frage, vielleicht eine schöne Geburt? Was ist für Sie ein positives Erlebnis? Also weil Sie, ich muss noch mal am Anfang anfangen, weil Sie sagten, die Patienten werden nur glücklich, wenn auch ihre Mitarbeiter glücklich sind. Das ist, glaube ich, die höchste Kunst, denn das wird man ja nie schaffen. Also man hat immer natürlich viel Stress im Team bei den Hebammen, viel Stress bei den Ärzten, aber sie in diesem wirklich sehr, sehr anspruchsvollen Job bei der Stange zu halten, das ist ja ein 168-Stunden-Job. Sie haben ja nie Pause. Sie haben ja nie Pause. Also Kinder kommen auch mit in der Nacht oder auch am Sonntag. Und sie müssen Menschen dafür gewinnen, nachts genauso zu performen wie tags. Und das ist alles andere als einfach. Ja.
und betrifft andere Fachbereiche der Medizin auch. Anästhesie zum Beispiel, ne, die wirklich Großartiges leisten. Und das betrifft auch ganz viele Ebenen, ob das OP-Schwestern sind oder ob das Schwestern auf der Station sind, ob das Hebammen sind. Das ist schwierig. So. Und was eine gute Geburt, um diese zweite Frage zu beantworten, ist, glaube ich, eine Geburt, bei der die Dinge, die erwartet wurden, in Erfüllung gegangen sind. Das hat sehr stark mit dem Erwartungsmanagement zu tun. Ne? Natürlich ist die Frau am glücklichsten, die das Schlimmste erwartet hat. Ne? Und dann ist die Geburt zu so lala. Also wenig erwarten, dann geht man glücklich raus. Wenn man wenig erwartet, dann geht man... Ist ja oft im Leben so. Dann darf man, Mensch, es ist doch besser gewesen, als ich gedacht habe. Und ich glaube, am schlechtesten geht die raus, die wahnsinnig überhöhte Erwartungen gehabt hat und dann am Ende bitter enttäuscht ist, dass bestimmte Dinge nicht eingetreten sind. Also da sind wir wieder bei diesem Patient Reporting. Also dass die subjektive Wahrnehmung einer Geburt, das Ergebnis war vielleicht genau das Gleiche, aber die Erwartung war eben bei beiden eine völlig andere und der Blickwinkel ein völlig anderer. Mhm. Und das definiert am Ende die gute Geburt. Und ich glaube, deswegen sind diese Gespräche im Vorfeld so wichtig, dass man eben auf der einen Seite der Frau, die eben sehr schlimme Erwartungen hat, alles wird schrecklich, dass man der Mut macht, dass man der Wege aufzeigt dafür, dass sie angstfrei in die Geburt geht. Das ist die eine Seite, weswegen das Gespräch so wichtig ist. Und die andere, die muss man ein bisschen dämpfen. Da muss man sagen, ja, wissen Sie, auch der Schmerz kann so sein. Wir haben ja immer wieder Menschen, die dann sagen, also sollten wir unter der Geburt eine PDA verlangen, bringen Sie mich davon ab. Ja? Ja. Und dann sagt der Partner vielleicht noch bei der Geburt, aber Schatz, wir hatten doch gesagt, wir wollen keine PDA. Ja, solche, dass man sich vielleicht individuell dann doch anpasst. Solche Sätze können auch bei Männern schnell zum Tode führen, kann ich mir vorstellen. Ja, aber dass man eben einfach sagt, ja, Dinge können anders werden, die können sich anders entwickeln und dann sind Sie doch bitte einfach offen dafür. Es ist kein Versagen. Wenn Sie jetzt beispielsweise eine PDA in Anspruch nehmen, dann Sie haben einfach Schmerzen und wir behandeln diesen Schmerz wie einen Notfall. Und wir sind gerüstet für alles, was kommt. Und Sie sind aber immer die Herren des Hauses. Ja. Wenn Sie sagen, will ich nicht, dann wollen Sie nicht. Auch alles gut. Aber versuchen Sie sich selbst so ein bisschen, zu sehen, weil Sie nicht wissen, wie Sie reagieren in der Situation, dass Sie das ein bisschen zurücknehmen. Und ich glaube, das ist eine der Hauptursachen für ja auch dieses immer wieder Geburtshilfe-Bashing, was wir in Deutschland erleben. Mhm. Wir haben 50% der Frauen, die wir in Deutschland betreuen in den Geburtskliniken, sind Erstgebärende, kriegen ihr erstes Kind. Das heißt, wir haben nicht nur den hohen Anspruch aufgrund des Alters, sondern wir haben auch die Unerfahrenheit. Natürlich, klar. Erstes Kind und bleibt vielleicht auch das Einzige. Wenn ich das erste Kind bekomme, habe ich ja keine Einschätzung, wie das wirklich wird. Wenn ich mal das zweite oder dritte oder vierte bekomme, dann bin ich schon völlig entspannt, weil ich weiß, das wird so und das kriegen die schon so irgendwie hin. Ja. Aber das ist eins der großen Themen und Probleme und da wird es weiter dran zu arbeiten gelten, wie wir genau diesen Menschen zu einer realen Einschätzung verhelfen und auf diese Weise dann auch eine Geburtshilfe machen, die nicht nur objektiv gut ist, sondern die eben auch subjektiv sehr positiv erlebt wird. Ja, Sie haben gesagt, Gespräche sind wichtig, finde ich heute auch. Das war ein wunderbarer Besuch von Ihnen. Wir haben viele Themen, glaube ich, angesprochen. Es war sehr spannend und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.